Welcome back to another German food review, and it's pizza time. Pizza Hut, but that's not just about the pizza. I bought this pizza because of the crust. Yeah, the Pizza Hut crust is awesome. And yeah, look at this, Burak, your sauce, Mississippi barbecue sauce. I found it finally. €3, 440 milliliter. Yeah, train station, Friedrichstraße in Edeka. Okay, and that is original. There's also a spicy version or something like that. Yeah, is this your known National Best Taste Award? Okay, and I hope it isn't really smoky. I ask for a not so smoky barbecue sauce, real American barbecue. Mm-hmm. So yeah, that is a cheese lover's pizza. So let's check out the bill first. For just €10.40, yeah, pan pizza normal size 23 centimeters cheese lover, so four toppings, and they're €10.40, but you can save a little bit of money if you fill some stuff in here, and then you get the same size for €5 with up to four toppings. So that's okay, definitely better than €10. But okay, yeah, let's take a look. It's a nice box, very small. Here's the box. Okay, cheesy crust plus €3. Okay, let's open it. What the heck is this? Yeah. Yeah, what do we think about that? Looks a little destroyed. Let's do a thumbnail here. Okay. And yeah, there are four types of cheese on it. Where's it? Here. Let's check that out. Cheese lovers. So there's Herder's cheese on it, cheddar cheese, Gouda cheese, and mozzarella cheese. Okay, what is what? Your Herder's cheese or the cubes? And what's the red stuff? I think, or is it just burnt? No idea. Well, let's eat it. They want this nice thick crust. So I need the sauce first. Let's do it. Is it open? No. Not so good. Anyway, your calories for that baby here. What is it? 217, so I guess it's high in sugar. Yeah, 40% of sugar. Nice. Okay. Let's taste it. Okay, looks good. Sniff test. Oh, smells sour and sweet. Oh, nice, it bites. Here we go. Yeah, it's nice. It's not smoky, but it's really intense, sour and yeah, sweet at the same time. Awesome. Yeah, very nice, Burak. It's good. I like it. Oh, look at this here. Yeah. Okay, so let's eat the pizza. Yeah. Anyway, here's the Herder's cheese. Let's try the Herder's cheese. That is tasty. And there's just cheese on it. Don't know what is what. Here's the crust. That crust is greasy as hell, as you can see already here. Okay, right here. But yeah, it's a pleasure to bite in that thing. Very soft and tasty. And there's some taste like tomato sauce, not like cheese. Not so sure about the tomato sauce on a cheese pizza. Okay, next bite. That stuff is so greasy, insane. But yeah, it's ultra soft. Here we go. Yeah, pricey, extremely greasy, but very tasty. The Herder's cheese is nice. So now let's
Look at this here. Violation. So, here we go, Burak. Good one. Oh, intense and sour. Nice. It burns in the throat from the sourness. Mini slice. Here we go. Yeah, tasty. But one of these small pizzas is enough. That's definitely enough. Nobody can take that much grease. Tasty. Salty. But that's not really cheesy. It's more, it tastes more like tomato sauce. I'm not so sure about that. But the best cheese is the Herder's cheese here. Okay, now it tastes like cheese. Seems there's no tomato sauce. Yeah, it's quite nice. Yeah, it's a nice barbecue sauce. I would recommend this one here. Very nice. Strong, but not smoky. Yeah. It's a little bit like the Domino's one, but the Domino's one is different. Full of grease. I want this here. Oh, it sticks. Nice cheese. Cheesy. Yeah. One more for cheese. Here we go. Yeah, Pizza Hut is very, very tasty. It's, yeah, but I think a few slices are enough. Like a whole pizza, it's definitely enough. It's a small thing. Yeah. But nevertheless, that's locker. Easy a thumbs up, yeah. Easy a thumbs up. This here is very nice. Also a thumbs up, yeah. Very tasty. Here we go. Yeah, 40% sugar. That works. Yeah, nice. Thumbs up for everything except the price. Thanks for watching. I'll continue in German. So, Burak. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen und ich hoffe, du guckst zu. Hier ist deine Soße oder Dip. Mississippi Barbecue Soße. Und ich habe nach einer nicht rauchigen gefragt. Das hier ist Real American Barbecue National Best Taste Award. Okay. Und die habe ich gestern gefunden im Edeka Friedrichstraße für 3 Euro. Habe ich gleich mal gekauft. Deshalb gibt es heute auch eine Pizza. Und zwar von Pizza Hut, wegen der geilen Kruste. Ja, hier sind die Kalorien. 217, so ist ein bisschen höher. Aber es hat ja auch 40% Zucker. Das klingt schon mal gut. Viel Salz, klingt auch gut. Ja, könnte man darauf schließen, dass das Ding hier würzig ist. Alles klar. Dann habe ich eine Cheese Lovers Pizza gekauft für nur 10,40 Euro, 23 cm. Okay. Aber man kann Geld sparen, spare bis zu 50% auf deine Pan-Pizza beim nächsten Besuch. Muss man hier was eintragen und dann bekommt man eine für 5 Euro mit bis zu 4 Belegen. Das ist ein guter Preis.
Ja, 5 Euro dafür, das muss ich euch jetzt schon sagen, das ist definitiv genug. Das Zeug ist so überfettig. Ich weiß nicht genau, was die damit machen. Die das einfach in Fett trinken, aber guckt euch mal die Matte hier an. Und ich werde das einfach mal anfassen. Noch glänzt nichts. Guckt euch das an hier. Ja, sieht doch schon fettig aus, aber schmeckt richtig super. Ist richtig lecker. Also, ist weich und einfach lecker. Okay, aber wir fangen mal mit einem richtigen Stück an. Ich weiß nicht genau, was hier schief gegangen ist. Irgendwie sieht die ein bisschen komisch gepackt aus. Hey. Aber hier ist drauf Hirtenkäse, Gouda, Cheddarkäse und Mozzarella. Was ist, weiß ich nicht, außer das hier, das ist Hirtenkäse. Der Rest sieht vermischt aus, würde ich mal sagen. Ja, und der schöne Boden, oh, hier. Ich habe es eigentlich wegen dem Boden gekauft, aber ich hatte auch wollte ich mal was Neues nehmen, habe ich gleich mal die Cheese Lovers genommen. Und ja, werden wir mal kosten. Right here. Ja, 16,40 für eine große. Und wenn ich ehrlich bin, eine große ist einfach zu viel. Also nicht von der Menge her, sondern das ist einfach zu viel Fett so. Das ist brutal fettig. Ja, aber schmeckt richtig geil. Ja, jetzt schmeckt es ein bisschen mehr nach Käse. Manchmal ist irgendwie Tomatensauce drauf, dann schmeckt es nur nach Tomatensauce. Jetzt schmeckt es schön nach Käse. Der Hirtenkäse schmeckt lecker. Und ja, der Boden ist natürlich absolut Wahnsinn. Das ist, glaube ich, der beste Boden. Kennt ihr einen besseren Boden? Das ist hier richtig geil. So, und jetzt werden wir mal deine Soße kosten. Here we go, Burak. Ja, die schmeckt lecker. Nochmal. Ja, die ist nicht traurig. Also wer eine nicht traurige haben möchte, sollte die hier probieren. Sehr aggressiv. Die beißt im Hals. Sauer und süß zur gleichen Zeit. Und dann noch mal so richtig sauer, würzig, scharf. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie die Spicy-Version davon ist. Schmeckt auf jeden Fall, kann man kaufen. 3 Euro ist jetzt auch nicht übertrieben. Da gibt es andere, die sind teurer mit weniger drin. Ja, kann ich empfehlen. Ja. Von Burak. Alles klar, dann wollen wir das hier noch essen. Nochmal dippen. Here we go. Ja, sehr lecker, sehr, sehr lecker. Also die Kruste in Verbindung mit der Soße ist super. Ah, das befriedigt. Aber, oh, guckt euch das hier an. Das ist doch brutal, oder? Aber ich will den Käse hier haben, der schmeckt gut. Ja, und bei Pizza Hut würde ich immer mehr als 2 Toppings nehmen. 2 Toppings sind also auf jeden Fall zu wenig. Dafür ist dann die Kruste zu dick. Schmeckt gut die Kruste, aber nur Kruste ist halt langweilig. Ich würde auf jeden Fall immer so 3 oder 4 Toppings nehmen. Dann ist es besser. Ja, alles klar, genau hier. Brutal. Und brutal lecker. Brauchen wir noch ein bisschen. Einen kleinen Schluck. Ja, so glatt. Hier rutscht alles. Einen kleinen Schluck noch. So. So. Jetzt war scharf. War es von der Pizza oder von der Soße? Weiß nicht. Here we go. Potsdamer Platz ist die Location. 10,40 Euro. Alles klar, für so eine kleine Pizza. Aber die reicht auf jeden Fall, muss ich sagen. Das reicht. Here we go. Mmh.
Sehr schön. Würde ich nochmal kaufen, die Soße, kann ich empfehlen. Hatte ja in letzter Zeit ein paar andere, die waren nicht so gut. Aber die ist sehr gut. Ja. Alles klar. Fehlt noch was? Nö. Hier sind nochmal Pizza-Preise. Könnt ihr euch eine Pizza für 25, nee, Quatsch, 23 Euro machen. Alles klar. Spicy Devil, ich kann das hier gar nicht nachvollziehen. King Caesar kostet 11,40. Veggie Deluxe 10,40. Veggie Deluxe ist so teuer wie die Käse-Variante, egal. Alles klar, ja. Für die Pizza gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die Kruste ist super. Dafür könnte es mehr als 100% geben. Die schmeckt einfach Wahnsinn. Und das ist super weich. Und für die Soße hier, jetzt brennt die im Rachen, schön, gibt ganz locker einen Daumen nach oben. Ja, die würde ich auf jeden Fall noch mal kaufen. Und vielleicht werde ich davon auch die Spicy-Version mal probieren. Sehr lecker. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.